Ramona Schwab vom Hitradio RT1 hat den Preis für die beste Moderation erhalten. Für welchen Beitrag? Für meinen Beitrag oder für meine Meinung über die Aktion Sichere Wiesen für Mädchen und Frauen auf dem Oktoberfest. Du bist auf die Wiesen gegangen und hast gesehen, was da passiert und hast dich erschrocken. Das war ein Beitrag wert. Was hast du da beobachtet? Beobachtet habe ich das gar nicht. Ich habe von einer Aktion mitbekommen, die Mädchen und Frauen hilft, wenn sie auf dem Oktoberfest in schwierige Situationen kommen. Da gibt es zum Beispiel einen Safe Space. Also sie haben ihr Handy verloren oder es gab einen sexuellen Übergriff. Da können die Mädchen und Frauen hin. Und das ist gut. Was ich aber störend an dieser Aktion fand, war, dass es Verhaltensregeln gab. Für uns Frauen, die uns an die Hand gegeben wurden, damit wir sicher feiern können. Und ich habe die Frage gestellt, warum bekommen wir Frauen Verhaltensregeln und nicht die gesamte Gesellschaft? Ja, eigentlich nur die Hälfte der Gesellschaft. Also eigentlich sind das Regeln für Männer, Ganz genau. Die sind die, die sich nicht benehmen können. Häufig. Es sind ja auch nicht alle Männer, das muss man auch mit dazu sagen. Aber ich finde, es sollte hier auch mal an die potenziellen Täter gerichtet werden und nicht an uns Frauen. Also uns wird an die Hand gegeben, wenn wir uns unsicher fühlen, mach doch einen Selbstverteidigungskurs. Nein, der Ansatz ist ein anderer. Und das ist meine Meinung und die habe ich kundgetan. Und ja, dafür habe ich einen Preis bekommen. Und das freut mich wahnsinnig, weil man merkt, dass das Thema bei uns in der Gesellschaft ist. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, aber wir sind erst am Ziel, wenn wir keinen Safe Space mehr brauchen. Wenn du zu deinem Arbeitgeber kommst und sagst, wir machen einen Beitrag für die Hälfte der Gesellschaft, dann sagt er, mach doch mal was für die ganze Gesellschaft. Es stimmt ja eigentlich gar nicht. Ja? Es ist eigentlich ein Beitrag für die gesamte Gesellschaft, denn ich möchte, dass wir gemeinsam sicher feiern können, egal welches Geschlecht. So ein Preis macht mit einem etwas, so emotional. Wie geht's dir damit? Ich bin überglücklich, weil das so ein Herzensthema war, das aus meinem Bauch herausgekommen ist und das authentisch ich bin. Und das freut mich ganz, ganz, ganz besonders. Und die Würdigung heute auch hier auf der Bühne, wie ging's dir damit? Dass du also plötzlich aufgerufen wurdest, nach vorne kamst? Ich war natürlich nervös, wie Sau. Ich hatte nämlich Angst, dass ich die Treppe hochstürze, der Klassiker. Aber als ich dann oben war, habe ich in Gesichter geschaut und gemerkt, die sagen, ja, du hast recht und danke, dass du deinen Mund aufgemacht hast. Wo kommt der Preis hin? Natürlich auf meinen Schreibtisch in der Arbeit, neben meine Pflanze. Damit ich ihn jeden Tag sehe und sagen kann, ja, sagt eure Meinung. Es ist wichtig, dass ihr eure Meinung sagt. Und meinst du, es wird eine höhere Reaktion geben? Auf den Preis? Ja. Ja, denke ich schon. Aber vor allem gab es ja schon jede Menge Reaktionen auf meinen Beitrag. Und dieser gesamte Beitrag, der Entstehungsprozess, der hat mich bewegt. Und ich denke, ich habe auch viele Hörer bewegt. Ja, dann lass uns doch mal teilhaben an diesem Entstehungsprozess. Wie war der? Ich habe die Pressemitteilung gelesen, denn diese Aktion gibt es schon seit 20 Jahren. Ich habe aber zum ersten Mal davon gehört, die haben einen neuen Look sich ausgedacht und da stand eben, der Security Point heißt jetzt Safe Space. Und dann dachte ich mir, was ist denn das? Noch nie gehört. Mhm. Und dachte, das ist zuerst eine coole Sache und dann bin ich auf die Verhaltensregeln gestoßen. Und ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt und habe mir dann gedacht, das kann doch nicht mir so gehen. Nicht nur mir so gehen, sondern auch anderen Frauen. Und dann habe ich mit den Organisatorinnen gesprochen. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und sehen wir dich nächstes Jahr hier auf der Bühne. Was würdest du als Beitrag gerne machen? Das kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber es wird etwas sein, was aus meinem Bauch herauskommt und was authentisch ich bin. Und alle, die sich noch nicht getraut haben, mal hier zu bewerben mit einem tollen Beitrag, was würdest du denen sagen? Nein, traut euch, seid mutig. Hier sind so viele tolle Preisträger da gewesen, so tolle Beiträge. Ich bin mir sicher, dass es jede Menge Menschen mit ganz, ganz tollen Ideen gibt. Ihr müsst euch nur trauen. Glaubt an euch. Ja, dann befürchte ich, dass die Konkurrenz im nächsten Jahr doch noch größer wird. Das würde mich aber sehr freuen. Vielen Dank. Danke auch.